Hallo und willkommen nach dem heutigen Kochvideo. Heute koche ich eine grüne Kartoffelcremesuppe. Dafür brauche ich Kartoffeln, hier habe ich Zwiebel, eine Knoblauchzehe, einmal Kresse, das werde ich später mit Olivenöl, etwas Salz, Pfeffer pürieren und hier selbstgemachte Croutons. Wie man Croutons selber macht, könnt ihr mal im Video nachschauen, Croutons selber machen. Ja, habe schon Topf vorgeheizt, gebe zuerst etwas Olivenöl hinzu. Erhitze das Olivenöl. Mache dann die Zwiebel und Knoblauchzehe mit rein. Und schwenke die ganz kurz an. Sobald die Zwiebeln und Knoblauch ein bisschen Farbe bekommen haben, kommen die Kartoffeln zu. Die habe ich vorher noch kleiner geschnitten. Damit sie schneller weich werden. Jetzt würze ich die mit Salz, Pfeffer. Einmal umrühren. Gebe ich Wasser hinzu, bis sie bedeckt sind. So, jetzt lasse ich die Kartoffeln so lange kochen, bis sie ganz weich werden, damit man es später pürieren kann. So, die Kartoffeln haben jetzt lang genug gekocht, sind ganz weich. Ich gebe jetzt 200 ml Sahne hinzu. Und jetzt werden sie püriert. Wenn die Konsistenz von der Kartoffelsuppe zu dick ist, so wie in diesem Fall jetzt, einfach etwas mehr Sahne reingeben. Oder ihr könnt auch Wasser nehmen, wenn ihr wollt, bis es eine schöne, sämige Suppe gibt. Jetzt einmal abschmecken. Noch etwas Salz, Pfeffer reinmachen. Jetzt gebe ich ein bisschen Muskatnuss hinzu. Den Muskatnuss würde ich ganz am Schluss reinmachen und nicht mitkochen, da sich schon die Suppe etwas bräunlich färben würde. So, jetzt kommt meine Kresse rein. Und da seht ihr schon, wie sich die Suppe grünlich färbt. Mal abschmecken. Schmeckt voll lecker nach Kartoffel und nach Kresse. Ein feinen Knoblauchgeschmack hat es auch noch. Können wir jetzt anrichten. So, dann kommt die Suppe im Teller. Macht ein paar Croutons drauf. Dann habe ich auch in der Zeit, wo die Kartoffeln gekocht haben, Sahne aufgeschlagen. Mal so eine Nocke oben drauf. Und ein bisschen Kresse auf die Sahne.
Und die grüne Kartoffelcremesuppe ist fertig. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr habt ja gesehen gehabt, keinen großen Aufwand. Nur Kartoffel, bisschen Sahne und schon ist eine leckere Suppe fertig. Mit der Kresse haben wir sie schön grün gefärbt. Ein paar leckere Croutons dazu. Und so kann die gegessen werden. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mir einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt was in den Kommentaren hinterlassen, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut so weit.